Hallo und herzlich willkommen zu World of Warships in meinem Kanal Magis Zockerbude. Schön, dass ihr wieder einschaltet und heute sind wir mal wieder in meinem Hafen, denn ich habe ein neues Schiff und das ist halt die Nürnberg. So, bevor jetzt hier gleich Leute schreien, der ist ein Nazi, weil hier eine Nazi-Flagge ist, das sind halt die ganz normalen nationalen Flaggen, die sie damals dann ja auch drauf hatten. Gibt es bei der Mod, wie heißen die, keine Ahnung, komme jetzt nicht drauf, wie der heißt, bevor da jetzt irgendwie was kommt, ich bin kein Nazi. Es ist einfach nur, ich habe die Flaggen einfach mal so dran gemacht, weil ich die Japaner in echt dran haben wollte, die Deutschen und auch die Amerikaner und dementsprechend einfach nur, wie das halt so ist. So, ich habe einen neuen Kreuzer. Das ist die Nürnberg Tier 6, deutscher Kreuzer, der Nachfolger von der Königsberg. Von den Aufbauten her genauso eigentlich, also vorne ein vorderes Geschütz und zwei hintere Geschütze. Wie die Königsberg hat auch vier Torpedowerfer. Muss mal eben mal gucken, ob ich hier mal zeigen kann, wo der besser ist und wo nicht. Boah, ich kann ja hier so hin und her switchen. Also die Königsberg ist ja jetzt voll ausgebaut, ne? Und die Nürnberg, die hat ja schon im ohne ausgebaut hat sie schon mehr HP. Ja, wir haben hier 23.800 bei einer Panzerung von 13 bis 15, 50 mm. Zitadelle 13 bis 50 mm. Es ist eigentlich eine Papierpanzerung. Bug und Heck 13 bis 35, Geschütz 20 bis 25 und gepanzertes Heck von 16 bis 20 mm. So. Und die Königsberg, die hat dann 24.300 HP. Ach nee, ich glaube auch Müll, ne? Was ist denn? Ach so, die hat nur eine bessere Panzerung. Deswegen, okay. Die Trefferpunkte kommen dann halt natürlich mit dem neuen Rumpfausbau, dann sind wir dann bei 27.000. Wir haben eine Artillerie. Feuerreichweite 15 Kilometer. Ich kann mir jetzt hier schon mal die neue Feuerleitsystemanlage mal hier mal kaufen. Bupp. So, jetzt haben wir 16,5. Jetzt muss ich einmal kurz mal gucken. Wir können keine Aufklärer mitnehmen. Wir haben 16,5 Kilometer. Wir haben eine Hauptbatterie von 3x3 150 mm. Es ist genau das gleiche wie bei der Königsberg. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich jetzt hier keinen Schwachsinn rede. Die Königsberg, die hat eine Feuerrate von 8,9. So, und die Nürnberg ist etwas schneller. Wir haben 10 Schuss die Minute. Maximale Streuung 136 Meter. Und was hatte... Ja gut, Streuung ist halt gleich geblieben. Schaden machen wir mehr oder weniger, weil sie jetzt noch nicht mal gucken. 3900 mit AP und 1700 mit HE ist gleich geblieben. Okay. Dann haben wir noch Sekundärbewaffnung, 4x, 2x, 88 mm Geschütze, die mit HE schießen. Dann haben wir noch Torpedos, 6 km Reichweite, 4x, 3x Werfer bei 64 Knoten. Die haben schon ein bisschen Dampf und Damage machen sie auch ganz gut, 13.700, wenn sie satt treffen. Flugabwehr, naja. 22, besser als nix. Flakbewaffnung 6x7,92 mm, 20 mm Flak, 4x37 mm Zwillingsflak und dann nochmal 88, diese 88 mm ist auch Flak, 4x, also auch Doppelflak. Wir sind recht manövrierbar, ja. Unsere Manövrierbarkeit ist sehr gut, sagen wir es so. Oh, wir haben gewonnen. Wie viel Kohle habe ich denn gemacht? Immer noch irgendwas um die 200.000.
So, wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 32 Knoten, Wendekreisradius 720 Meter und bei einer Ruderstellzeit von 8,5 Sekunden. So, ist die genauso gleich. Wir sind 0,5 Knoten langsamer, sind auch nicht so manövrierstark wie die Königsberg. Naja, sie fährt sich ein bisschen klobig, habe ich schon so gemerkt gehabt, so am Anfang. Wir haben dann noch Oberflächensichtbarkeitsreichweite von 12,6 werden wir aufgemacht und die Feindlichflieger sehen uns ab 6,9 Kilometer. Ich habe jetzt hier auch schon ein paar Sachen eingebaut. Hauptbatterie-Modifikation, eine verbesserte Feuerleitanlage, damit wir besser treffen. Schadensbegrenzungssystem-Modifikation 1 und dann noch ein Steuergetriebe-Modifikation 2. Mit minus 20% Ruderstellzeit, da wir ja jetzt nicht so manövrierstark sind, damit wir das dann auch drin haben. Ja, dann kann ich euch immer nur empfehlen, wenn ihr schon die erste Runde spielt, macht für EP, vor allem wenn es jetzt auch ein neues Schiff ist, EP, damit ihr mehr Erfahrungspunkte kriegt. Ja, Credits nie verkehrt, müsst ihr halt schauen, ich habe jetzt auch nämlich nur noch 9 Stück. So, dann machen wir nochmal bei Tepi, damit sie schneller arbeiten. Höchstgeschwindigkeit, warum auch nicht? Mal 5% mehr. Bei den deutschen Kreuzern, bitte macht die Flagge drauf für Munitionsbunkert, weil euch fliegt das Ding einfach nur um die Ohren. Dann nochmal 5% Schiffsreparatur, damit es nicht so teuer ist. Ja, ich denke, das sollte, glaube ich, so sein. Das soll's, ja, das wäre es hiermit. Ich habe natürlich immer noch die Tarnung für minus 4% Feuergenauigkeit der Gegner. Damit dann vielleicht, damit man 4% die Chance hat, dass der Gegner vorbeischießt. Ich habe noch nicht so wirklich raus, ob es überhaupt was bringt oder auch nicht. Aber man hat wenigstens ein bisschen Farbe drauf. Sagen wir es einfach mal so. Gut, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal mit dem Kreuzer hier ins Gefecht. Ich sag mal, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück mit der Nürnberg. Und das ist jetzt halt so eine Map, die ich so gar nicht mag. Zu viele Inseln. Ich sag mal, jetzt mit dem Kreuzer geht's wohl, mit dem Schlachtschiff ist es ja fast. Wenn da irgendwo ein Zerstörer rumkrebst, der taubt euch einfach nur gnadenlos weg. Aber wir machen mal das Beste raus. Jetzt weiß ich gar nicht, ist das jetzt ein Sonnenaufgang oder ein Untergang? Sieht eher aus wie ein Untergang. Sieht doch sehr schön aus. Vor allem, wie sich es sich nicht bewegt. Geringfügig. Da ist es natürlich bei War Thunder, wo auch mal jetzt irgendwann mal wieder mal ein, zwei Folgen mal von aufnehmen werde. Das sieht das schon um einiges leckerer aus, was auch den Himmel beträgt. Ich sag mal, okay, ist auch Luftkämpfe, da müssen sie halt dann auch den Himmel schön machen, auch weil das halt dazu gehört, aber auch der Rest. Aber nur so viel dazu. Wir konzentrieren uns ja natürlich ja sowieso nur hier aufs Wasser und auf die Kugeln, die irgendwann mal bei irgendeinem einschlagen und dass man da halt auf feindliche Schiffe versenkt. So. Kreuzer schießt schon mal in den Berg rein. Der kam gerade noch bis zum Berg. Hier ist jetzt unsere Hauptaufgabe, dass wir A, B, C einnehmen. Captain Wasserzeug hält. Hier sind immer viele Zerstörer auch unterwegs. Ich frage mich gerade, warum die Farragut so verdammt langsam fährt. Sie ist schneller. Ich weiß das. Sie fährt, glaube ich, gerade mal irgendwie 33 oder 34 Knoten, was auch immer. So, da hinten ist gerade. Genau. Aber schön in die Felswand geschossen. So, da hinten ist eine Panzerkola, die auch wieder verschwunden ist. Wir schauen jetzt einfach mal, dass wir hier.
sehe die Torpedos jetzt nicht, aber die laufen da. Dass wir hier einen Kreuzer rausnehmen. Einen Zerstörer. Der Zerstörer ist nämlich jetzt auch gerade weg. Ne, jetzt ist er wieder in C drin. So, da ist irgendwo der Zerstörer. Der hockt sich da hinter die Insel. Die Oma haben wir schon getroffen, nur keinen Schaden gemacht. Wie sich das halt gehört. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht hier gleich irgendwie wieder in so eine Felswand reinfahre. Weil hier sind sehr, sehr viele Felsen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Oh, ich bin gerade unter Beschuss. Ich habe den Skill noch nicht drin, dass er mir sagt, dass ich unter Beschuss bin. So, unsere Jungs haben hier ein bisschen Probleme. Ja, aber auch nicht. So, die Mutsuki steht da natürlich, klar. Torpedos to port. Oh, machen wir immer kurz mal ein bisschen langsam. Lassen wir die Torpedos eben vorbeiziehen. Schießen derweil noch weiter auf die Omaha. Drehen jetzt mal eben mal ein und laden dann gleich AP. So, ersten Schaden gemacht. Yippie! Und gleich machen wir hier, glaube ich, mal ein bisschen mehr Schaden. Wenn sie sich nicht wieder wegdrehen würde. Ich liebe solche Schiffe, die sich die ganze Zeit wegdrehen. Aber das habe ich euch auch schon gesagt. Jetzt fährt sie natürlich angeschrägt, was das alles ein bisschen schwieriger macht mit einem Zitadellenhit. Da ist er auch schon wieder weg. Alles eingenebelt. Aber ein bisschen Schaden schon mal ausgeteilt. C ist noch nicht eingenommen worden. Es ist gerade nicht ausgeglichen, weil die noch ein Schiff mehr versenkt haben. Da ist schon ein Kreuzer in den Tod gefahren. Ach so, das war hier. Okay. Also ist hier dann noch ein Kreuzer. Da, die Pensacola. Wir laden AP. Pensacola dreht ein. Jetzt habe ich natürlich die falsche Munition drin für einen Zerstörer. Pensacola. So, schmeißen wir mal ein paar Torpedos raus. So, getroffen. Abpraller. Ja, die Nicholas schießt natürlich jetzt so, dass ich wahrscheinlich reinfahren werde, weil ich drehen muss. Das sind dann halt die Leute, die nicht nachdenken und aus zweiter Reihe reinschießen. Sag ich doch, das ist immer sehr schön, wenn man solche Idioten im Play hat. Da sage ich doch nochmal, danke Achilles. Das sind dann halt immer so diese, ja, ohne Worte aus zweiter Reihe, vor allem wenn da ein Kreuzer die eigenen Schiffe da langfahren, da noch Torpedos reinzuwerfen. Da kann man nur noch applaudieren, weil ich konnte auch nichts mehr anderes machen, außer nach links drehen. Da kriegt man dann auch noch selber Schuld. Ach nee. Wir wollen uns jetzt nicht drauf einlassen. Ja, war eine kurze Runde. Tut mir leid. Der Achilles hat's versiebt. Und naja, er muss ja natürlich die Strafe zahlen. Das ist ja halb so wild. Und ich sage mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.